Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich bin noch etwas außer Atem. Wir befinden uns hier in der Nähe des Wasserspeichers von Neudörfel. Da geht es mehrere hundert Meter so steil bergauf. Mein Hund bewältigte diese Strecke tänzelnd wie Fred Astaire zu seinen besten Zeiten. Doch ich verfolgte ihn da mit einer Eleganz eines Nilpferds. Allerdings eines Nilpferds an Land und nicht im Wasser. Ja, ich habe heute einiges zu lesen und habe die Brillen vergessen, aber ich sehe ja immer noch wie ein Adler, aber eher wie ein Adler, der nicht mehr so gut sieht. Aber wir werden das schon schaffen. Was bekommt man, wenn man einen altdeutschen Schäferhund mit einem belgischen Grünendel verpaart? Ja, es geht hier und heute in der neuen Videoreihe Unsere Hunde um Lord. Ja, also wir haben hier eine Love Story eines altdeutschen Schäferhundemädchens mit einem Grünendel-Rüden. Ich sag mal, wir könnten oder wir sollten uns hier eigentlich einen hundertprozentigen Schäferhund erwarten dürfen. Ja. Nun sehen wir uns das mal an. Doch zuerst mal zu den Elterntieren. Altdeutscher Schäferhund, das ist eine Rassebezeichnung, die ist bei den Großen, bei den Mächtigen. Beim FCI, beim mächtigen Schäferhundeverband, nicht zu gern gehört, gelesen, gesehen. Sie wissen schon, hier gab und gibt es einige Unstimmigkeiten zwischen Züchtern dieses schönen Hundes und den eben vorher von mir erwähnten Mächtigen. Denn die haben es lieber, wenn man diesen Hund deutscher Langstocker-Schäferhund nennt. Sei wie es ist, das geht mich überhaupt nichts an. Fakt ist, das ist ein wundertoller Hund und der altdeutsche Schäferhund stellt die Mutter von Lord dar. Der Vater wiederum ist ein belgischer Grunendel, einer von vier Schäferhunderassen in Belgien und steht mit zwei seiner Verwandten eher im Schatten des Malis, ja, aus verschiedensten Gründen, aber das steht außer Frage. Ein wunderschöner Hund. Ja, gut, Alex. Alex ist eine Freundin und ehemalige Arbeitskollegin von mir. Grüß dich, Alex. Die sah Lord im Alter von 5 Tagen das erste Mal. Ja, die besuchte ihn dann wöchentlich und als er 9 Wochen alt war, nahm sie ihn schließlich mit zu sich nach Hause. Heute ist Lord 3,5 Jahre alt, hat 60 cm Schulterhöhe, ist 35 Kilo schwer. Und ich werde etwas auf die Seite gehen, um Ihnen diesen Hund in voller Pracht präsentieren zu können. Nun, ich würde sagen, Lord steht diesem Hund sehr gut. Ja, Alex beschreibt ihn mir als äußerst intelligent, schnell in der Auffassung, lernwillig. Nur das überrascht uns nicht. Selbst wenn er ein Mix ist, ist ein Mix aus 200-prozentigen Schäferhunderassen. Also schnelle Auffassungsgabe, Intelligenz, Lernwilligkeit, das ist hier keine Überraschung, möchte ich mal sagen. Er ist verspielt und verschmust in der Familie, aber er stellt einen Einmannhund dar. Er hat sich Alex als absolute Bezugsperson ausgesucht. Er liebt auch alle anderen, die Kinder, ihren Lebensgefährten, hallo Michel, aber er ist ein typischer Einmannhund, so wie es Dobermänner, Riesenschnauze, Rottweiler oftmals darstellen. Fremden gegenüber reagiert er sehr misstrauisch und manchmal auch abneigend. Nun ja, Schäferhund. Sie wissen, wie das ist. Oftmals stark ausgeprägter Schutztrieb, Revierverhalten. Hier kann schon mal die Abneigung Fremden gegenüber ans Tageslicht kommen. Hat mich also auch nicht überrascht. Wenn er mit der Familie unterwegs ist, dann versucht er ständig und stets alle zusammen zu halten. Hütehund. Ja, also, Sie haben das mit Sicherheit schon mal gesehen, wenn ein Hund bemüht ist, beim Spaziergang mit dem ganzen Rudel, dieses ständig zu umkreisen, immer zu sehen, dass niemand zurückbleibt.
So funktioniert auch Lord, hat mir Alex gesagt. Fremden gegenüber reagiert er recht neutral und, ja, wie soll ich mal sagen, er nimmt sie wahr, aber sie interessieren ihn nicht. Sie hat mir gesagt, dass er nur dann etwas kantig werden kann, eventuell Dominanz zeigen kann, wenn ihm ein Hund schwer auf die Nerven geht. Doch generell blendet der fremde Hunde aus. Also ja, er nimmt sie wahr, er sagt Hallo und das war's dann. Finde ich, ist eine tolle Eigenschaft von Lord. Vielleicht nicht ganz Schäferhunde typisch, die hier, ja, sag ich mal, oftmals sehr gerne intensiv Kontakt mit anderen Hunden aufnehmen, aber eine Eigenschaft, die für mich als eine positive zu bezeichnen werde. So würde ich das behaupten. Er hat einen guten Schutztrieb und obwohl Alex mit ihm niemals an der Thematik Schutzarbeit gearbeitet hat, ja, lässt er diesen oft klar erkennbar aufblitzen. Ja. Schäferhund. Typische Geschichte, würde ich sagen. Ja. Er geht gern ins Wasser. Auch das hat mich nicht überrascht. Wir wissen, viele Schäferhunde lieben das Wasser. Doch sie hat ein Problem mit seinem Wachtrieb. Er besitzt zwar Wachtrieb, er ist wachsam, aber er meldet ihr für ihren Geschmack etwas zu wenig. Dazu möchte ich dann kurz etwas näher eingehen, hier einen Tipp von mir geben, denn ich finde, das ist bei Schäferhunderassen überhaupt kein Problem, diese Meldefreudigkeit herauszukitzeln. Man muss halt hier nur dann auf die Sensibilität, mit der man diese Alarmanlage einstellt, halt aufpassen, denn sonst hat man es recht schnell mit verärgerten Nachbarn zu tun. Ja, was soll ich Ihnen als Gesamtfazit dieses wunderschönen Hundes sagen? Für mich ist Lord im ersten Moment klar erkennbar mehr der deutsche Schäferhund. Seine Mutter hat ihn optisch mehr vererbt als der belgische Vater. Speziell die Kopfform erinnert mich mehr an den deutschen als an den belgischen Schäferhund. Auch die Robustheit seiner Anatomie hat er eher von der deutschen Mutter vererbt bekommen. Größentechnisch, also was die Körperausmaße betrifft, allerdings schlägt hier mehr der Belgier durch, der doch klar erkennbar weniger Substanz als der deutsche Schäferhund vorweist. Mit 60 cm Schulterhöhe und 35 kg Gewicht bewegt sich Lord eher im Bereich der Hündinnen beider Rassen. Dennoch ist er groß genug, brauchen wir nicht drüber reden. Optisch ein wunderschöner Hund und ein hundertprozentiger Schäferhund für mich, weil er fast zu 100% rassetypische Eigenschaften zeigt. Wir haben Intelligenz, schnelle Auffassungsgabe, Lernwilligkeit. Wir haben einen tollen Familienhund, der verspielt, verschmust ist und die Kinder absolut liebt. Wir haben einen Hund, der Fremden gegenüber misstrauisch reagiert. Absolut typisch, möchte ich behaupten. Einen Hüter, der immer sieht, dass die Familie zusammenbleibt. Auch das ist Schäferhunde typisch. Er geht gern ins Wasser. Viele Schäferhunderassen lieben das Wasser. Er hat einen guten Schutztrieb. Das ist auch ebenfalls nicht wegzudenken bei Schäferhunden. Allerdings gibt es einige Dinge, die ihm hier vielleicht aus diesem rassetypischen Raster herausfallen lassen, möchte ich sagen. Sind nicht schlimm, aber ich möchte sie kurz mal ansprechen. Das ist diese Einstellung von Lord, dass er sich eine Bezugsperson heraussucht. Ich würde das nicht als rassetypisch für Schäferhunde bezeichnen, sondern eher als typisch für Schnauzer, Rottweiler und Dobermänner bezeichnen. Doch selbstverständlich kann das diese eine Bezugsperson bei jedem Hund auftreten. Hat absolut mit der Rasse nichts zu tun. Doch als rassetypisch für einen Schäferhund zu bezeichnen, würde ich als gewagt behaupten. Ja? Doch ist ja völlig egal, denn wir wissen auch, Einmannhunde können fantastische Familienhunde darstellen, wie eben Schnauzer, Rottweiler und Dobermänner. Also ist das egal, denn Lord liebt ja auch die anderen Familienmitglieder heiß, wie mir von Alex erzählt wurde. Also, aber das ist eine Sache bei ihm, wo ich sage, hier fällt er etwas aus diesem typischen Schäferhunderaster hinaus. Die zweite Sache ist sein Verhalten fremden Hunden gegenüber. Auch hier würde ich sagen, verlässt er etwas diesen typischen Schäferhundeweg. Meiner Erfahrung nach lieben Schäferhunderassen intensiven Kontakt mit fremden Hunden, sei er auf positive oder negative Art und Weise. Doch fremde Hunde völlig ausblenden, also du bist mir egal, mir ist alles andere jetzt wichtig,
meine Besitzerin etc. etc. Das ist eher weniger typisch für Schäferhunderassen. Obwohl ich diese Eigenschaft bei Lorg als sehr positiv empfinde, da sich Alex damit das eine oder andere Problem ersparen kann. Also, Sie wissen, wie das ist, wenn ein Hund zu dominant eventuell ist bei Begegnungen mit anderen fremden Hunden und so weiter. Das ist bei Lorg nicht so. Ihm sind fremde Hunde mehr oder weniger egal, solange sie ihn in Ruhe lassen. Eine positive Eigenschaft von Lorg, obwohl sie nicht ganz schäferhundetypisch ist. Ja. Die dritte Sache, wo er etwas den Weg des Schäferhunds verlässt, ist seine Meldefaulheit. Er ist wachsam, aber er meldet nicht gern. Und alle Schäferhunde, die ich kannte, waren, ja, wie soll ich sagen, beherzte Melder. Ja. Manchmal zu beherzte Melder. Doch Alex hat mir erzählt, sie möchte an dieser Sache mit Lorg arbeiten. Ja, schauen Sie, eine Meldefreudigkeit bei einem Schäferhund rauszukitzeln, ist eigentlich nicht die schwerste Sache der Welt, möchte ich mal behaupten. Und ja, klar, jeder Hund ist individuell. Doch ich sage Ihnen was, auch mein Hund hat Schäferhunde ähnliche Charaktere vorzuweisen. Und auch bei ihm habe ich es auf meine altbewährte Art und Weise geschafft, den Wachtrieb, die Meldefreudigkeit zu wecken. Ja, auf dieselbe Art und Weise, wie ich es geschafft habe bei meinen anderen Hunden. Ich möchte Ihnen das vielleicht kurz mal demonstrieren. Ich werde mein Bestes geben. Also, als mein Hund noch in einem Alter war, wo diese Meldefreudigkeit noch nicht da war und ich ihn versuchte heranzuführen an einen Wachtrieb und so weiter, welcher ja niemals ein Nachteil ist. Also, für mich ist das eine nur positive Sache. Dann begann ich immer verbal und visuell mit ihm zu arbeiten, wenn ich ein Geräusch hörte. Also ich hörte irgendetwas, wo ich mir dachte, jetzt sollte er anschlagen, melden. Stand ich auf, er merkte das natürlich, Sie wissen, unsere Hunde lesen extrem gut. Ja? Also kommen mit Körpersprache, unsere Körpersprache kennenzulernen, ist für den Hund eine Kleinigkeit. Wissen sofort, um was geht. Also, stand auf, sah zur Tür, sah ihn an und sagte immer, was war das? Ja, wenn Sie das öfter wiederholen, dann wirkt dieser Blick irgendwann mal auf ihn wie ein, dramatisches Geräusch, nämlich dieser Blick. Also, was war das? Ja? Und die Frage, was war das, hört sich dann irgendwann mal für ihn schon so an. Was war das? Ja, und diese Kombination, wenn Sie das öfter wiederholen, dann irgendwann einmal brauchen Sie ihn nur mehr anzusehen, gar nichts mehr zu sagen. Er wird aufspringen und melden. Und nach einer gewissen Zeit brauchen sie gar nichts mehr tun und er tut das. Ja, also so habe ich meinen Hunden immer beigebracht und bei Schäferhunden, in welchen immer und ewig ein Top-Melder steckt, sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Also vielleicht konnte ich das so in halbwegs demonstrieren, wie ich das meine, ja, aber so habe ich den Wachtrieb bei meinen Hunden immer eigentlich mit, ja, ohne viel Probleme geweckt. Also wie gesagt, nochmal. Lorg ist ein wunderschöner Hund, ein 100%iger Schäferhund, also Mix oder nicht, ist dir völlig egal, das ist ein purer Schäferhund mit herrlichem Charakter, 90-95% typisch charakterliche Schäferhundeigenschaften, möchte ich behaupten. Ja, Alex, du kannst sehr stolz sein auf ihn, war mir eine Ehre, den schönen Lorg hier präsentieren zu dürfen. Ja, liebe Zuseher, das war Lorg. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch etwas Info geben bezüglich Nachrichten an mich etc. In letzter Zeit ist recht viel los im Hause Dog Special und ich bin überrascht, wie viel Arbeit so ein kleiner Kanal wie meiner einer ist, mitnehmen kann. Ja? Also wenn man den am Laufen halten möchte, muss man sich schon dahinter klemmen. Ich habe sehr viel Kontakt mit Zusehern meines Kanals und konnte den einen oder anderen zu meiner Freude schon aktiv helfen. Bei einigen Dingen, da geht es von A bis Z. Ja. Wenn Sie mir Nachrichten schreiben und ich nicht gleich sofort stand der Bede darauf antworten kann, dann vergeben Sie mir bitte. Ich bin bemüht, jeden von Ihnen, der mich wegen was auch immer kontaktiert, so schnell wie möglich zu antworten, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Ich gebe hier mein Bestes. Ich möchte Sie begleitend zu diesem Video jetzt auch herzlich dazu einladen, mir ebenfalls Info Ihres Hundes zu schicken. Wenn Sie möchten, schicken Sie mir kleine Videoclips, aussagekräftige Informationen Ihres Hundes, Bilder. Wenn Sie möchten, präsentiere ich auch Ihren Hund. Schlagen Sie zu. Doch
Ich habe da noch eine Bitte. Sprechen Sie das immer mit Ihrem Partner ab, ob der auch damit einverstanden ist. Denn wenn ein Part von Ihnen dann, nachdem das Video online gegangen ist, doch nicht damit einverstanden ist, ist es schade, wenn ich dieses Video wieder vom Netz nehmen muss. Steckt ja doch viel Arbeit drin. Ja, das wollte ich nur kurz nochmal fallen lassen. Ja, hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.